Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und wir haben euch mal wieder was richtig schön rauchig würziges aus dem Shop mitgebracht. Und zwar den Talisker Port Rui 43,90 mit 45,8%. Eigentlich könnte man mal auf 45,80 hoch machen. Dann hätten wir was mit dem ABVs. Nein, der will bleiben bei 43,90. Ach so, jetzt verstehe ich dich. Nun, Talisker Port Rui. Da war ich, und zwar ist das so ein kleines Städtchen im Osten, Südosten der Insel Skye, und da bin ich vom Kreuzfahrer gekommen, und der Hafen ist so klein, da ging der Kreuzfahrer nicht rein, und da sind wir dann mit dem Zodiac reingefahren und haben dann da die Stadt besichtigt, also Stadt ist vielleicht ein Wort zu viel, in Village besichtigt, und dann haben die einen dort sich die Stadt also genauer angeschaut, sind in den Pub gegangen und so weiter, ins Café gegangen, und wir haben uns ein Taxi geschnappt und sind nach Talisker hingefahren. Waren wir zu viert von dem Schiff und haben dann Talisker besichtigt, und noch zwar das Alter, eine Einzeltour für uns, und da war noch nicht das neue Visitor Center da. Ne? Ja, das ist gerade gebaut worden, als ich da war. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch nicht reingekommen. Also Talisker ist ein bisschen mein Wunderpunkt. Ich war zwar da, bin aber nicht reingekommen. Port Rui fand ich eigentlich, es war schon ein bisschen ein Städtchen. Also ich habe eine Eisdiele, ich habe was zum alten Eis gekriegt. Dann waren wir noch beim Outdoor-Shop, habe ich echt gute Schuhe, die habe ich gerade immer noch. Das sind echt tolle Schuhe. Und noch eine schöne Jacke mir gekauft, war auch super schöne warme Jacke. Also es gibt schon was in Port Rui. Und ich habe noch eine, weil ich vor Covid meine letzten Münzen gehabt habe, musste ich noch alte Münzen umtauschen, die nicht mehr gültig sind. Und es war nicht wegen der Queen. Ja, der Talisker hat den Namen hier bekommen, Port Rui, um ja dieses kleine Städtchen zu ehren, weil das der Handelsposten war, wo man dann den Portwein aus Portugal bekam. Da kamen die mit den Schiffen im 19. Jahrhundert und haben dort ausgeladen. Und da haben sie dann gesagt, okay, wenn wir jetzt hier einen Talisker haben, der in Portweinfässern gefinisht ist, dann nehmen wir doch diesen kleinen Hafenstadt, wo die portugiesischen Schiffe dann an, oder die englischen Schiffe, schottischen Schiffe ankamen, mit den geladenen Portweinfässern. Und ja, passt dann ganz gut dazu. Ich bin ein bisschen voreingenommen mit dieser Flasche, weil ich weiß, dass sie zu denen gehört. Ich glaube auch, dass du sie schon zum dritten oder vierten Mal probierst. Ja. Die schottischen Whisky so lebenswert machen. Ne? Ja, und da bist du aber nicht der Einzige. Also bei uns im Shop hat die Flasche 4,2 Sterne bei 408 Bewertungen. Aufpassen, wir sind kein so ein Shop, der die ganzen Ein-Sterne-Bewertungen löscht. Deswegen ist bei uns 4,2 ist bei uns wirklich sehr, sehr hoch. Also bei uns gibt es auch Whiskys, die haben 1 und 2 Sterne. Mhm. Oder 2,5. Also, aber 4,2 ist richtig viel. Ja, ja, also Talisker ist bekannt als mittelrauchig, und das hat man sofort in der Nase, kriegt man sofort mit. Ganz typischer Single Malt mit einer mittelrauchigen Note. Und im Hintergrund so ein bisschen, ja, dunklere Früchte, so wie Pflaumen zum Beispiel. Aber auch eine gewisse, ja, Karamellnote kommt aus Fässern her. Und ist eine sehr, ja, leicht rauchige, angenehme, runde Geschichte, die ich hier in der Nase habe. Mhm. Ja. Oh, ich liebe sie immer, diese rauchigen Whiskys mit einem, ja, ich sage jetzt nicht Sherry-Einfluss, aber mit einem, ja, mit einem Port-Einfluss, mit diesem süßen Einfluss, sind so wunderschön. Also es ist einfach, diese Kombination ist toll. Und beim Talisker setzen sie oben noch einen drauf, weil du auch noch so eine richtig schöne Würzigkeit hast. Also dieser Rauch, Toffee, Pflaume, getrocknete Früchte, oh, Würzigkeit, oh, richtig geil. Also es ist einfach eine tolle Mischung, aber voll intensiv mit 45,8%. Mhm. Mhm. Diese 45,8% sind ja Talisker spezifisch. Die wurden 1989 festgelegt, als die Classic Malts of Scotland rauskamen. Und da hat man für jeden Whisky aus den Scottish Malts of Scotland, Classic Malt of Scotland, hat man eine Alkohol, an die passende beste Alkoholstärke zusammengesucht oder ausgewählt. Und bei Talisker waren es 45,8. Und egal, ob man jetzt den 10-Jährigen hat, ob man die Distillers Edition, ein Storm, ein Dark Storm und wie sie alle hießen, hat, sie haben alle 45,8. Es gab eine Ausnahme, den 57 North.
Achso, der hat dann 57 gehabt. Ja, cheers. Tschüss. Heaven. Wundervoll. Also der liegt auf der Zunge, breitet sich aus mit Frucht und dann Chili Catch. Die Schärfe von Talisker, die jetzt nicht aus dem Alkohol kommt, sondern die wahrscheinlich aus den Line Arms in Verbindung mit den Warm Tubs stammt, die ja hier dem Whisky eine gewisse Intensität und Würzigkeit hin zur Schärfe belässt und nicht katalytisch weg reagiert. Und im Abgang so ein bisschen eine leichte Kakaonote, die Würzigkeit bleibt, die Schärfe ist jetzt schon weg und es ist so richtig, boah, den ganzen Mund gefüllt. Dann braucht man sich also nicht überlegen, ob man nach diesem Whisky jetzt noch einen anderen am Abend probiert. Nee, muss man nicht. Kräftig. Also richtig kräftig. Wobei ich es jetzt, ich bin eher beim Pfeffer gerade eben. Beim Antritt hatte ich eben voll den Chili, vor allem im Englischen. Jetzt hatte ich im Antrag nur noch wenig Chili und jetzt bin ich eher so bei pfeffrig-würzig. Ja, wir haben uns dran gewöhnt. Auch für mich ist er nicht mehr ganz so scharf wie beim ersten Zug. Naja. Ne? Aber er hat einfach diese Würzigkeit. Boah, der ballert rein. Das ist der Wahnsinn. richtig schön, auch noch mit Rauch und sowas. Achso, ich bin wieder mit da. Bin ich wahnsinnig schön mit Rauch mit dabei. Früchte und also diese Portwein kommt toll durch. Es ist eine super Mischung. Also da haben sie wirklich genau die richtigen Fässer für ihren Distillery-Charakter gefunden. Ja, der ist klasse. Jo. Gut. Ja, den Talisker Port Rui gibt es für 43,90 bei whisky.de im Shop zu kaufen. Schaut einfach mal vorbei. Vielleicht ist die Flasche auch was für euch, denn es ist wirklich ein Klassiker unter den Whiskys. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.